Hallo, hallo. Ein ganz herzliches Hallo in die Runde. Wir haben bei der Ready School eine Tradition. Wir beginnen jede Präsentation, die wir starten, mit einem Hallo in unserem liebsten Dialekt oder in unserer liebsten Sprache. Deshalb würde ich euch jetzt bitten, für eine Sekunde eure Kopfhörer abzunehmen und ein Hallo zu einer Person zu sagen, die ihr noch nicht getroffen habt heute. Und zwar in eurem liebsten Dialekt oder eurer liebsten Sprache. Servus. Ich mach mal eine Sprache in einem anderen Dialekt. Super. Perfekt. Servus. Gerne alle wieder das Mikro, die Kopfhörer aufziehen. Perfekt. Dann auch von mir ein herzliches Servus. Ich komme aus München, da bin ich heute angereist. Normalerweise bei unserer Community passiert ein Hallo in 100 unterschiedlichen Sprachen. Und für uns stellt ein einfaches Hallo auch einen ganz tollen Beginn dar. Nämlich einen Beginn, der Perspektiven verändern kann. Genau wie dieses Gespräch, was ihr hier hinter mir gerade seht. Ein Gespräch, das 2 Wochen nach der Gründung unserer Schule stattfand, als Mark Zuckerberg, der CEO und Gründer von Jetzt Meta, ein Gespräch mit einem unserer Teilnehmer hatte, Rami. Rami ist auf diesem Bild gerade erst ein paar Wochen in Deutschland. Er ist aus Syrien, aus Damaskus geflohen und ist jetzt in Deutschland für ein sicheres Zuhause, für einen sicheren neuen Start. Rami hat ein Problem, denn wenn er mit seiner Mutter telefoniert oder Videokonferenz macht, ist die Verbindung ganz oft ganz schlecht. Und er fragt sich, was Technologie für ihn tun kann, für die Situation, in der er ist und viele andere Menschen sind, um das zu verbessern. Er fragt deshalb Mark nach seinem Rat. In dem Moment passiert etwas ganz, ganz Besonderes. Man merkt richtig, wie Mark in dieses Gespräch reingeht und Lust hat, in die Diskussion zu gehen. Viele von euch können sich vorstellen, was jetzt kommt. Eine Diskussion über Virtual Reality, das frühe Metaverse entsteht. Und Mark erzählt von seiner Vision, wie Virtual Reality die Kommunikation in der Zukunft verbessern kann. In dem Moment passiert etwas. Es ist hier kein Flüchtling und ein Milliardär, die miteinander sprechen, sondern es sind 2 Geeks, die Technologie diskutieren. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, seit dem Beginn des Kriegs im Februar diesen Jahres sind über 8 Millionen Personen auf der Flucht aus der Ukraine. 600.000 von ihnen suchen nach einem neuen Start hier in Deutschland. Und viele Menschen, bestimmt auch viele von euch, fragen sich, was können wir tun? Wie können wir helfen? Eine Frage, die wir uns 2015 und jetzt natürlich auch stellen. 2015 haben wir uns das gefragt und haben diesen jungen Mann kennengelernt. Sein Name ist Mohammed und Mohammed hat Computer Science in Bagdad studiert. Er wollte Programmierer werden. Jetzt war er seit einigen Monaten in Berlin in einem Flüchtlingsheim und da er seinen Laptop auf dem Fluchtweg nach Deutschland nicht transportieren konnte, hatte er keinen Zugriff mehr, um seine Ausbildung fortzusetzen. Das war der einzige Grund, warum ein Talent wie Mohammed nicht Programmierer werden konnte. Wir haben uns gedacht, das kann es irgendwo nicht sein. Einen Laptop kriegen wir auf jeden Fall irgendwo her. Aber vielleicht gibt es noch mehr, was wir gemeinsam mit Mohammed und Personen, die in einer ähnlichen Situation sind, machen können. Denn wir alle wissen es, wir haben gerade auch schon davon gehört, es gibt aktuell sehr, sehr viele offene Stellen in der IT-Branche. Damals, 2015, 2016, waren es 43.000 und auch Corona kann diese aufwachsende Industrie nicht aufhalten, denn aktuell haben wir 96.000 offene Stellen in der IT-Branche in Deutschland. Wir brauchen also ganz, ganz viele Nachwuchskräfte,
dir diese offenen Stellen besetzen können. Deshalb haben wir uns damals mit Mohammed und seinen Freunden hingesetzt und mit Freunden von uns aus der IT-Branche und an einem Konzept gearbeitet, das wir die Win-Win-Win-Situation nennen. Und zwar ein Win für die Industrie, um diese offenen Stellen besetzen zu können, ein Win für die Gesellschaft, um diverser zu werden und besser integrierte Personen in ihrer Mitte zu haben, und ein Win für Individuen wie Mohammed, die einen neuen Start in Deutschland haben können. Wie machen wir das? Das erste Learning, das wir bei der Ready School hatten, war: Don't talk about refugees, talk with refugees. Und das ist seit dem Tag 1 wirklich unser Mantra. Wir nutzen jede Gelegenheit, um unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen wirklich mit den Entscheidungsträgern in Verbindung zu bringen, um ihre Realitäten weiterzugeben und natürlich auch dafür, um unsere Konzepte und unsere Angebote weiterzuentwickeln. Deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass wir bereits globale Leader wie Antonio Guterres, den General Secretary von den Vereinten Nationen, bei uns haben konnten und er Gespräche mit unseren Teilnehmern führen konnte. Genauso wie Angela Merkel, aber auch lokale Entscheidungsträger wie die Bürgermeisterin von München oder die bayerische Digitalministerin, die ja auch hier involviert ist. Wir haben unterschiedliche Programme, die auf jede individuelle Zielgruppe angepasst ist und bieten wirklich Trainings von 6 Jahren bis 60 plus an. Jeder kann bei uns mitmachen und kann von dem absoluten Beginner-Level im Digitalbereich, digitaler Newcomer, mit den ersten Erfahrungen an einem Computer bis hin zu Industriezertifikate, die zu einem konkreten Einstieg in einen technischen Job führen, bei uns lernen. Das Besondere an unseren Angeboten ist auch, dass alle unsere Trainer Freiwillige sind. Das hat 2 ganz, ganz große Vorteile. Und zwar ist der eine Vorteil, dass dadurch, dass unsere Trainer freiwillig sind, wir alle Kurse für jeden kostenlos anbieten können und dadurch auch wirklich den Zugang für jeden garantieren können. Der zweite große Vorteil ist, dass unsere Trainer IT-Experten sind. Sie arbeiten tagsüber in den Jobs mit den Fähigkeiten, die sie wissen, dass gebraucht werden, wenn man einen Job in der IT-Branche anfangen möchte. Deshalb können Sie genau das relevante Wissen wirklich an unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen weitergeben. Wir unterrichten sowohl online als auch in persona. Das hier sind ein paar Ausschnitte aus unserem Campus in München, der auch ein Community-Ort für unsere Community darstellt. Denn wir wissen auch, wenn man einen Job finden möchte, geht es manchmal genauso sehr darum, was man kann, wie wen man kennt. Deshalb bieten wir auch zusätzlich zu den technischen Fähigkeiten auch Kurse und Workshops im Bereich Soft Skills und Career Training an, sowie Mentorship Opportunities und HR Summits, wo wir unsere Teilnehmer direkt mit einstellenden Unternehmen vernetzen und sie herausfinden können, ob es ein Match ist. Wir haben ein sehr großes Partnernetzwerk, das uns auf der einen Seite finanziert und unterstützt, sodass wir unsere Organisation und die Kosten unserer Organisation decken können. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch daran interessiert sind, unsere Teilnehmer einzustellen. Es gibt hier keine Exklusivität oder so, aber ich glaube, das sind alles sehr attraktive Firmen, wo unsere Teilnehmer auch sehr großes Interesse haben. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass wir nicht nur große Firmen hier dabei haben, sondern auch gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die manchmal noch mehr den Fachkräftemangel spüren als jetzt die ganz großen. Funktioniert das Ganze? Wir haben 2016 in Berlin gestartet, sind dann Ende 2017 nach München expandiert und um herauszufinden, ob das Modell, das wir haben, auch in anderen Standorten übertragbar ist
und wir eine Art Franchise-Modell bilden können, das eben auch erstmal deutschlandweit, aber auch global skalierbar ist. Dieses Jahr haben wir den ersten Piloten außerhalb von Europa gestartet, nämlich in Addis Ababa. Und wir freuen uns auf die nächsten Jahre, wo wir bestimmt noch in ganz, ganz viele neue Standorte weiterziehen. Wir hatten in unserem ersten Semester 30 Teilnehmer und mittlerweile haben wir in jedem Semester in den unterschiedlichen Standorten um die 1000 Teilnehmer, die gleichzeitig in Kursen stattfinden. Bisher haben wir deshalb um die 8000 Teilnehmer unterrichtet, aber es geht weiter nach vorne. Wir können sehen, dass ungefähr 75% unserer Teilnehmer am Ende einen Job finden. Die Hälfte von ihnen sind in IT-Jobs, ein Viertel davon sind in Nicht-IT-Jobs und ein Viertel ist weiterhin auf der Suche und kann in weitere Kurse von uns einsteigen. Das hier wird Tina sehr freuen. Wir haben 2016 mit 10% weiblichen Teilnehmerinnen begonnen und konnten auch durch die Anpassung unserer Angebote auf die Formate, die einfach besser passen für Frauen, für Mütter, eine Partizipation von weiblichen Teilnehmern auf 60% erhöhen und sind darüber sehr, sehr glücklich. Viele von euch kennen bestimmt das Wort Circular Economy. Ich bin sehr froh, dass wir etwas kreieren konnten, das sich Circular Community nennt oder was ich so getauft habe. Und ich habe ein paar Beispiele gebracht, die ich gerne dazu erzählen würde. Viele von unseren ehemaligen Teilnehmern, die Jobs gefunden haben, sind einfach großartige Role Models für neue Studenten, aber auch für die ganze Flüchtlingsgemeinschaft. Denn es wird viel zu sehr über schlechte Beispiele gesprochen, als über diese ganzen großartigen Menschen, die so viel erreichen. Wir haben hier zum Beispiel Rami, der auf einer der ersten Slides war, der mittlerweile Developer ist bei einer unserer Partnerfirma Klöckner. Wir haben Omar, der eine App gegründet hat, Bureau Crazy, die spielerisch durchs deutsche Bürokratiesystem führt, in unterschiedlichen Sprachen auch Deutsch erhältlich. Oder wir haben Natalia, die Webdesignerin geworden ist. Viele von diesen Role Models sind mittlerweile zurück als Trainer und Trainerinnen und geben zurück an neue Studenten, die auf ihrem Weg in die IT-Industrie sind. Ein anderes Beispiel, das ich noch kurz erklären würde, ist in dem ersten Lockdown 2020 entstanden. Die Stadt München hat mich angerufen und gefragt, ob unsere Community nicht etwas tun kann für die ganzen kleinen Geschäfte, die jetzt wegen des Lockdowns schließen müssen und ob unsere Community nicht irgendwie beratend mit IT-Lösungen zur Seite stehen kann. Ich habe mir erstmal gedacht, okay, schauen wir mal, was dabei herauskommt. Habe mir aber gedacht, ich mache einfach mal einen Aufruf online und schaue, was dabei herauskommt. Am Ende nach, ich glaube, 2 Stunden haben sich 400 Personen bei mir gemeldet, die alle gesagt haben, wir haben Lust, wir wollen helfen, was können wir tun? Deshalb haben wir innerhalb von einer Woche gemeinsam mit der Unternehmertum und der Stadt München ein Ideathon, wie wir ihn genannt haben, zusammengestellt, in dem in 24 Stunden 100 Kleinunternehmen von 300 Freiwilligen Online-Lösungen entwickelt haben. Und mit dabei natürlich unsere Studenten und Teilnehmer, die jetzt in ihrer neuen Heimat an die Community zurückgeben wollen. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie auch eine integrierte Gesellschaft wirklich jedem etwas bringen kann. Zum Schluss noch ein sehr aktuelles Projekt, das wir auch in sehr kurzer Zeit gestartet haben. Als der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, haben wir erstmal unsere Freiwilligen, unser Team, unsere Partner an ganz viele humanitäre Organisationen weitergeleitet. Jedoch haben wir
zwei Wochen, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, bereits Anfragen von Ukrainern und Ukrainerinnen bekommen, die hier in Deutschland waren und Interesse hatten, an unseren Kursen teilzunehmen. Deshalb haben wir zwei Ukrainerinnen eingestellt, die Projektmanagerinnen sind und dann innerhalb von kürzester Zeit eine Summer School für 61 Ukrainer und Ukrainerinnen auf die Beine gestellt haben, in denen sie Digitalkompetenzen vermittelt haben, aber auch so ein bisschen die ganze Joborientierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt erklärt haben und sie ein bisschen durchgelotst haben. Zum Abschluss gebe ich Ihnen noch ein bisschen was mit. Ich wollte eigentlich sehr gerne dieses Video zeigen. Das hat jetzt, glaube ich, nicht geklappt, aber das ist gar kein Problem. Wenn ihr das interessant fandet, was ich gesagt habe, schaut euch gerne dieses Video an. Es ist die Geschichte von einer unserer ehemaligen Teilnehmerinnen, Marci. Sie kommt aus dem Iran und sie hat 150 Bewerbungen in Deutschland, in München, geschrieben und rausgeschickt und hat keine einzige Rückmeldung bekommen von keinem einzigen Unternehmen. Dann hat sie einen Kurs bei uns gemacht und an unserer HR-Summit teilgenommen und 5 Angebote bekommen, von denen sie 1 angenommen hat und jetzt als Entwicklerin arbeitet. Und hier erzählt sie ihre Geschichte. Dafür haben wir vor 2-3 Wochen den EuroCities Award bekommen für ein Pionierprojekt in europaweit mit der Stadt München zusammen. Und genau, das ist der Abschluss von meiner Präsentation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.